Jetzt kommen wir zur zweiten Mission. Bei Darky erklärt die Mission der Garten. Wir haben hier unten die zwei Leichenhaufen, aus denen kriechen auch permanent Beißer. Und sobald man oben am Tor beginnt zu öffnen, also ich glaube, mit dem Öffnen des Tors begann erst der Spawn unten. Damit kam dann permanent von unten Beißer. Es gibt auch eine Bedrohungsanzeige, also noch extra Spawn. Und hier muss man eigentlich beachten, ich glaube, 3 Runden muss das Tor geöffnet werden. Wir werden es gleich sehen. Ich kann mir das wirklich nicht merken, das solltet ihr mir vorsehen. Es sind sogar 4 Runden. Also, wir haben jetzt schon gesehen, ich glaube, initial waren es 4 oder 3 Runden. Ich glaube, 4 Runden waren es bis zum Spawn. Also, wenn man direkt bis, den Spawn starten würde, könnte man bis zum bis wenn der Bedrohungsspawn kommt, das Tor geöffnet haben. Wird natürlich dann im Nightmare-Level nicht mehr so sein. Da wird sicher der Spawn, also die Runden bis zum Spawn, bis zum Bedrohungsspawn verkleinern. Ja, ansonsten sehen wir ja die Spawns, die von unten kommen, nach dem Tor öffnen, die sind gar nicht mal aggressiv. Nur der Bedrohungsspawn, der jetzt hier kam, ist aggressiv. Also wir bräuchten die nicht mal angreifen, wenn sie uns jetzt nicht unmittelbar bedrohen. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu beachten. Natürlich könnte man auch mit zwei Schlägern unten beziehungsweise ein Krieger und ein Schläger vielleicht die neu gespawnten Truppen unten beschäftigen. Da muss man natürlich auch gucken, sind dann Specials dabei im Nightmare-Modus. Bis zum Nightmare-Modus sollte das aber gut mit einem Schläger und dem Härtenschild gehen. Jo, das wär's. Ciao.